Ja, also Michael, danke für die nette Überleitung, für die warmen Worte. Freue mich auch heute hier zu sein. Und ich habe eigentlich ein relativ spannendes Thema mitgebracht, nämlich so eine Business Case Betrachtung von dem E-Commerce Projekt. Was ist darunter zu verstehen? Viele Unternehmen fragen sich ja, macht der Einstieg in den E-Commerce Sinn oder nicht? Und da will ich Ihnen heute ein paar Anhaltspunkte geben, an welchen Zahlen, Daten, Fakten man sich die Frage beantworten kann. Vielleicht noch ganz kurz was zu meiner Person. Ich bin seit 2006 im E-Commerce aktiv, also ist auch schon seit ein paar Jährchen. Habe da auch einige Stationen durchlaufen, von der Gründung einer eigenen Agentur, wo wir relativ viel technische Implementierung gemacht haben, über der Firma, in der ich jetzt arbeite, ein Beratungsunternehmen, wo wir eben primär KMUs, kleineren Mittelständlern bei der Digitalisierung vom Vertrieb helfen. Digitalisierung vom Vertrieb ist immer ein bisschen mehr als E-Commerce. Also da gehört nicht nur ein eigener Webshop dazu, da gehört nicht nur eine Procurement-Plattform dazu, da geht es eigentlich raus bis zum Außendienst. Und genau in diesen Szenarien fühlen wir uns eigentlich pudelwohl. Und unsere Mission ist auch, möglichst vielen Unternehmen in Deutschland einfach so diesen Schritt in einen digitalen Vertrieb zu ermöglichen. Kann man vielleicht so als eine der positiven Geschichten von Corona sehen, dass sich da jetzt eben ganz, ganz viel tut. Man kann nicht mehr auf Messen gehen, der Außendienst kann nicht mehr so arbeiten, wie er früher arbeitet. Und da gibt es einfach ganz, ganz spannende Ansätze in der Digitalisierung, wo wir unseren Kunden, unseren potenziellen Kunden ja, weiterhelfen. Was uns eigentlich ganz, ganz wichtig ist, wir sind oftmals am Anfang von den Projekten, wo Sie vielleicht noch gar nicht oder die Kunden noch gar nicht daran denken, ein Projekt durchzuführen. Da sind wir eigentlich schon in den Unternehmen und erarbeiten einfach gemeinsame Ansätze. Also von der Strategie, wie kann digitaler Vertrieb aussehen, über eine Business Case Betrachtung, eine Business Case Rechnung, wo ich Ihnen auch heute mal was mitgebracht habe, bis hin zum Anforderungsmanagement. Da kümmern wir uns eigentlich ganzheitlich um die Unternehmen und helfen da, das digitale Wachstum einfach ganz, ganz stark zu beschleunigen. Ja, das ist es eigentlich auch schon im Bereich Werbung, Teaser unserer Leistungen. Ich möchte jetzt mit Ihnen tatsächlich so in den nächsten 20, 25 Minuten in dieses Thema Business Case Betrachtung einsteigen. Und ich habe hier so eine tolle Textzeile mitgebracht aus einem relativ bekannten Song. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Das ist tatsächlich eine Frage, die sich aktuell ganz, ganz viele Unternehmen in Deutschland stellen. Weil sind wir mal ehrlich, vor allem im B2B, da ist nicht jeder digital aufgestellt im Vertrieb, mit einem Webshop, mit einer Einkaufsplattform, mit digitalen Kundenportalen. Aber viele Unternehmen stellen sich gerade einfach die Frage, ja, also gehe ich in den digitalen Vertrieb, soll ich es machen oder lasse ich es lieber sein? Und da gibt es eben verschiedene Gründe und Vorgehensweisen, wie man so eine Fragestellung auch beantworten kann. Ja, vielleicht so nochmal einen Schritt zurück. Warum starten denn viele Unternehmen nicht in den E-Commerce oder warum sind eben viele Unternehmen noch gar nicht in den E-Commerce gestartet? Oftmals, das merken wir bei der Beratung, ist ein Thema Kosten bzw. Budget. Also was bringt es mir als Unternehmen überhaupt? Ja, ich habe als Unternehmen vielleicht schon meine üblichen Vertriebskanäle, Fax, E-Mail, Außendienst, Innendienst, eventuell auch Marktplätze. Und irgendjemand im Unternehmen sagt dann, lasst uns doch direkt verkaufen, lasst uns direkt einen Online-Shop aufbauen. Und viele Unternehmen wagen dann tatsächlich früher oder später diesen Schritt nicht, weil eben so der Tenor ist, naja, mit was für Kosten habe ich zu rechnen, mit was für ein Budget brauche ich eigentlich und gibt es einen tragfähigen Business Case? Und da sind wir noch gar nicht so auf dieser technologischen Schiene, wo man sagt, welches Webshop-System nutze ich und wie binde ich mein ERP an und binde ich überhaupt mein ERP an? Also da ist man eigentlich bei diesem Thema noch gar nicht drin, sondern man überlegt sich erst, gibt es überhaupt ein tragfähiges Konzept? Und das Geld, was ich in meine E-Commerce-Aktivität investiere, kommt da am Ende des Tages mehr raus? Also wir sollten auch im E-Commerce nie von Kosten reden. Wir reden ja eigentlich immer von Investitionen. Also kommt am Ende des Tages eigentlich mehr raus, als ich reinstecke? Und da ist tatsächlich immer so die Frage, kann ich das beantworten oder kann ich das nicht beantworten vor einem Projektstart? Viele Unternehmen können es tatsächlich nicht beantworten. Und was ist dann so die Lösung? Naja, auf gut Glück in den E-Commerce einsteigen,
habe ich persönlich schon häufig gesehen, dass man einfach dann sagt, okay, ich gehe jetzt in den E-Commerce, man guckt sich das ein paar Jahre an und im Zweifelsfall ist es eben voller Erfolg, also monetär betrachtet ein voller Erfolg. Es gibt aber natürlich dann auch immer Unternehmen, die sagen, E-Commerce hat mir ja gar nichts gebracht, ich habe da eigentlich nur Geld verbrannt und es war doch jetzt eigentlich gar nicht smart, in den E-Commerce einzusteigen. Was wir den Unternehmen, die da zweifeln, am Anfang immer mitgeben, ist, es gibt einfach so zwei elementare Themen. Ja, also vor dem Start muss ich wissen, was ist denn tatsächlich so ein möglicher Umsatz, den ich über diese E-Commerce-Plattform erzielen kann. Da gibt es dann immer so Fragen, ist es dann zusätzlicher Umsatz, kannibalisiert sich eventuell der Umsatz mit den anderen Kanälen? Das ist jetzt mal sekundär, aber man muss natürlich im ersten Schritt wissen, wenn ich eine E-Commerce-Plattform aufbaue, was ist der Umsatz, mit dem ich in den nächsten 3, 4, 5, 6 Jahren zu rechnen habe. So gut es eben geht, unter uns gesprochen, ist natürlich ein Blick in die Glaskugel, aber man muss einfach gewisse Annahmen treffen und zumindest mal den Umsatz hochrechnen. Auch ein spannendes Thema, über Umsatz will ich mit Ihnen heute eigentlich nicht sprechen, aber damit Sie es einfach der Vollständigkeit halber gehört haben, man muss sich damit beschäftigen. Worüber ich mit Ihnen eigentlich gerne sprechen möchte, ist so diese zweite Frage, was kostet mich denn diese E-Commerce-Plattform überhaupt? Und oftmals geht man damit Implementierungskosten hin, vielleicht Softwarekosten, da steckt ganz, ganz viel mehr hinten dran. Aber man muss sich am Anfang natürlich im Klaren werden, was sind tatsächlich auch in den nächsten Jahren meine Kosten, ja, oder meine Investitionen, die ich tätigen muss, um die Plattform aufzubauen, um die Plattform zu betreiben, mit allem, was dazugehört. Und da ist einfach die Sicht auf Implementierungskosten oftmals viel zu kurz gegriffen. Wir sind auch immer in Pitches mit dabei, wo wir dann verschiedene Softwarelösungen vergleichen, wo wir Anbieter vergleichen. Und mein Gefühl ist, dass Unternehmen da oftmals immer so, gerade so auf diese Themen gucken. Also Implementierung, Lizenzkosten machen dann Haken dran. Aber sind wir mal ehrlich, für E-Commerce, da muss einfach noch ein bisschen mehr getan werden. Und da gibt es auch einfach Kostenblöcke, die oftmals bei Unternehmen gar nicht auf dem Radar sind. Und genau über diese Kostenblöcke möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Ja, damit ich Ihnen da mal ein paar Impulse geben kann. Und wenn Sie jetzt gerade in einem Stadium sind und sagen, E-Commerce würde ich ganz gern machen, dann ist da vielleicht das eine oder andere Thema dabei, was Sie auch nicht auf dem Radar hatten und was Ihnen an der Stelle dann aber eventuell mal weiterhelfen kann. Ja, vielleicht so die letzte Bemerkung. 100% Klarheit gibt es nicht. Also Unternehmen investieren da zum Teil, wenn sie es machen, Stunden, Wochen, Tausende von Euro in irgendwelche Hochrechnungen, was Umsätze und Kosten angeht. Es geht da aber eigentlich nie darum, sage ich mal, wirklich auf den Euro genau zu treffen, was passiert denn in 4, 5 Jahren. Es geht einfach mal darum, ein grobes Verständnis zu haben. Und bei diesem groben Verständnis sieht man dann eigentlich relativ schnell, ob es da einen tragfähigen Business Case gibt oder nicht. Also, wo ich jetzt mal mit Ihnen kurz durchgehen möchte, sind so diese verschiedenen Kosten oder auch Investitionsblöcke, die Sie einfach haben, wenn Sie ein E-Commerce-Projekt aufsetzen, aber auch wenn Sie ein E-Commerce Projekt betreiben. Und was ist da am Anfang immer? Ja, also was macht man am Anfang? Am Anfang kommt eigentlich immer dieses Thema Entwicklung, Planung einer Strategie. Und das darf man nicht unterschätzen. Also es wird häufig unterschätzt in Form von, das macht man mal kurz auf dem kurzen Dienstweg, da schließt man sich mit 3, 4, 5 Kollegen in dem Büro ein. Aber so eine Entwicklung von einer E-Commerce-Strategie erfolgt oftmals natürlich ganz stark in-house, also im Unternehmen. Aber es werden auch oftmals Berater wie wir dazu gezogen, die sich dann erstmal solche Fragen stellen mit, was machen wir? Gehen wir auf Marktplätze? Gehen wir nicht auf Marktplätze? Was haben wir für eine Pricing-Strategie? Was für ein Produktsortiment können wir überhaupt verkaufen? Und das ist eigentlich so diese initiale Planung, die ist super notwendig und erfolgreich, notwendig für ein erfolgreiches Projekt ist. Und wo man auch am Anfang ganz klar sagen muss, das muss ich auch meine Business-Case-Betrachtung der E-Commerce-Plattform mit einrechnen, dass ich da am Anfang ganz, ganz, ganz viel Zeit intern, aber auch extern mit Beratern, mit Agenturen investieren muss, um ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, um eine Strategie zu entwickeln, um einfach zu wissen, was ist meine Roadmap für die nächsten Jahre. Und wenn ein Unternehmen tatsächlich da bei null anfängt, kann ich Ihnen auch aus der Erfahrung heraus sagen, da gibt es Firmen, die investieren 3, 4, 5 Monate, natürlich nicht fulltime, aber in Summe 3, 4, 5 Monate rein für die Entwicklung einer E-Commerce-Strategie, dass es eben wirklich, wirklich sitzt. Und
ich versuche Ihnen auch in den nächsten Blöcken immer so ein bisschen anzugeben, was kommen da für Kosten auf Sie zu. Ja? Die blöde Antwort ist an so einer Stelle immer, kommt drauf an, ja? Kommt auf das Projekt drauf an, auf die Branche an, kommt auf Ihr Unternehmen drauf an. Versuchen aber trotzdem immer so ein bisschen mitzugeben, über was für Kostenblöcke reden wir da eigentlich, die Sie natürlich dann auch nachträglich auf Ihre Kalkulation umrechnen müssen. Und so eine Strategieentwicklung, das sind tatsächlich mehrere 10.000 Euro, das kann auch 100.000 Euro sein. Das ist aber wirklich ein massiver Kostenblock, den Sie in dem Projekt betrachten müssen. So, zweites Thema wird auch sehr häufig eigentlich komplett unterschätzt und habe ich vor allem festgestellt, wenn so Markenhersteller, also Produzenten, die so aus dem klassischen B2B kommen, wenn die plötzlich sagen, jetzt wollen wir aber mal die Endkunden beliefern. Und das ist ja auch gerade so ein Trend und auch eine ganz valide Strategie, wo Hersteller sagen, ich überspringe den dreistufigen Vertrieb, ich gehe direkt auf den Endkunden. Und was hängt da aber damit zusammen? Ja klar, die Webshop-Software als solche, aber da ist natürlich auch ein ganz großes Anforderungspaket im Bereich Lager und Logistik. Denn es ist natürlich ein ganz anderes Thema, als wenn Sie auf eine Europalette 1.000 Produkte zu einem Empfänger schicken oder ein Produkt zu einem Empfänger. Und das haben wir einfach im B2C, haben wir das natürlich ganz stark, dass da ganz kleine Stückmengen möglichst schnell zu einer bestimmten Person kommen müssen. Und auch im Umkehrschluss, das komplette Retourenthema ist da auch riesengroß, weil je nach Branche, denken wir mal an Mode, an Fashion, gibt es Retourenquoten von 40-50%. Und wenn Sie so eine E-Commerce-Strategie entwickeln und auch digital verkaufen wollen und da vielleicht sogar in so einem Transformationsprozess sind und sagen, eigentlich mache ich nur B2B, aber ich will auch in den B2C einsteigen, dann müssen Sie auf jeden Fall so dieses ganze Thema Lager, Logistik, Retouren, Versand, Reklamation auf dem Schirm behalten. Was passiert dann in der Praxis? Es wird häufig so eine Make-or-Buy-Frage gestellt. Also kann ich dann als Unternehmen tatsächlich diesen kompletten Logistikprozess selbst noch abbilden? Oder muss ich da zu einem externen Partner, also zu einem Fulfillment-Dienstleister, der mir das abnimmt? Und da merke ich auch häufig, dass dann plötzlich solche Zahlen in den Raum kommen, auch einfach um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, von 5 bis 15 Euro, die einen eine Bestellung kostet. Und wenn dann ein Unternehmen am Markt geht und sagt, durchschnittlicher Warenkorb wäre 30, 40 Euro, vielleicht eine Marge von 30%, dann gehen plötzlich 15 Euro für das komplette Thema Lager und Logistik abhanden. Dann kommt hinter diesem Business Case ganz schnell ein riesengroßes Fragezeichen. Und spannenderweise, meine Erfahrung, wird eben gerade das Thema Lager und Logistik, was man sehr, sehr gut auf eine Bestellung umrechnen kann, aus betriebswirtschaftlicher Sicht, wird viel zu spät im Projekt beleuchtet. Und da habe ich schon Unternehmen gesehen, die dann einfach wirklich niedergeschlagen sind und sagen, würde alles passen, aber wir legen bei einer Bestellung, wenn ein Kunde ein Produkt bestellt, da legen wir tatsächlich drauf, da machen wir Minus. Vor allem eben wegen Lager und Logistik. Weiterer Punkt, Zahlungsabwicklung. Ja klar, das Geld muss irgendwie zu Ihnen kommen. Ob das jetzt ein Kauf per Rechnung ist, ob das ein Kauf per Kreditkarte ist, das ist natürlich ganz häufig ist es abgesichert über einen Payment Service Provider. Und machen wir uns mal nichts vor. Da gehen dann halt in der Regel auch mal 1, 2, 3%, je nach Zahlart, je nachdem, ob ich einen Rechnungskauf habe, Bonitätsprüfungen. Also da kann man ja auch viele Services dazu buchen. Da gehen dann aber auch pro Schritt mal ein paar Prozent pro Bestellung abhanden, wo man sich dann eben auch die Frage stellen muss, in meiner Betrachtung des Business Cases, macht das Sinn, macht das nicht Sinn? Und Unternehmen sagen dann häufig, da muss ich halt versuchen, einfach per Rechnung zu verkaufen. Ich mache die Rechnungsabwicklung komplett selbst und muss da irgendwie um den PSP vorbeikommen, weil da wirklich 1, 2% kriegsentscheidend sein können, ob eine wirtschaftliche Betrachtung einer Bestellung mit Ja beantwortet werden kann oder nicht. Für Sie bedeutet das aber auch in der Berechnung, ja klar, das komplette Thema Zahlung, wie kommt das Geld vom Kunden zu Ihnen, müssen wir im Rahmen von so einem E-Commerce-Projekt eben auch betrachten. So, dritter spannender Punkt, und auch daran habe ich schon Konzepte scheitern sehen, Kosten für Neukunden. Ja, weil klar, man kann jetzt E-Commerce vor allem im B2B sehen, im Sinne von, das ist eine Verlagerung von Bestandskunden auf meine Plattform, Werbungskosten gleich null, weil es sind schon Kunden, die haben Sie und die kriegen Sie vielleicht mit einem smarten Newsletter oder ähnlichem, kriegen Sie auf die digitale Plattform, fein. Aber es ist auch immer die Frage,
Ich will ja auch Neukunden generieren, zumindest in den meisten Fällen. Und da muss man sich dann auch immer überlegen, wie hoch sind tatsächlich die Kosten für die Neukundengewinnung? Also je nach Kanal, gehe ich jetzt über Google Ads, gehe ich über Facebook, mache ich vielleicht ganz klassische Werbung mit einer Postwurfsendung. Mein Gefühl, das wird gerade auch wieder ein bisschen interessanter als noch vor einigen Jahren. Aber auch hier muss man dann tatsächlich mal durchrechnen, wenn man so eine Bestellung betrachtet, wie viel Euro für eine Bestellung muss ich denn tatsächlich für eine Neukundenakquise investieren? Und muss da meine Strategie sein, dass dieser Kunde, den ich gewonnen habe, dass der 3, 4, 5 Mal bestellt und vielleicht erst nach dem 4. oder 5. Mal dann für mich ein profitabler Kunde ist? Oder ist es vielleicht auch schon nach der ersten Bestellung ein profitabler Kunde? Und auch hier, man darf es nicht unterschätzen, gerade über soziale Kanäle oder auch über Google, zahlen Unternehmen häufig bis zu 100 € um einen Kunden zu gewinnen. Und wenn da der durchschnittliche Warenkorbwert bei 50, 60 € liegt, dann sieht es halt etwas düster aus. Also dann ist zumindest die erste Bestellung nicht wirtschaftlich abbildbar. Support und Kundenbetreuung. Wenn Sie in E-Commerce einsteigen, ist das halt auch ein ganz, ganz gravierendes Thema. Auch wieder so mit dem Wink, man geht in den B2C, man kommt vielleicht aus dem B2B, aber auch einfach, ich will da jetzt Masse machen, ist natürlich auch das Thema Kundenbetreuung einfach ein großer Kostenblock, ja, weil dann plötzlich, wenn Sie einen Webshop haben, dann vielleicht mehr Kunden anrufen, als vielleicht früher angerufen haben, die müssen irgendwo rauskommen, die erwarten auch bei so einer E-Commerce-Plattform viel schnellere Reaktionszeiten, wenn es so Richtung Ticketsysteme, E-Mails gibt, also wenn vielleicht auch ein kleiner Helpdesk integriert wird. Und da stellt sich dann die Frage, kann meine bestehende Mannschaft das handeln? Also kann ich die Person nehmen, die ich eh schon im Unternehmen habe? Die kümmern sich jetzt noch zusätzlich um alles, was um diese E-Commerce-Plattform drumherum passiert. In Klammer, da gibt es dann auch oftmals einfach technische Fragen, die es definitiv in der Vergangenheit eben nicht gab. Oder muss ich dann eben zusätzlich noch Support-Mitarbeiter einstellen und zusätzlich noch Kundenbetreuer einstellen, die sich dann eben auch ganz speziell um die Kunden kümmern, die über den E-Commerce bestellen, die eben über diese Plattform kommen. Und da gibt es natürlich eine große Range in den monatlichen Kosten, weil natürlich klar, wenn Sie jetzt eben eine Person zusätzlich einstellen müssen oder 5 Personen zusätzlich einstellen müssen, da reden wir halt schon über mehrere 1.000 bis 10.000 €. Management und Betrieb wird auch häufig unterschätzt. Also ich habe ja später noch den Slot, wo ich Ihnen so ein bisschen was über so ein E-Commerce-Team erzähle, also was gibt es da für Personen, die da eine Rolle spielen. Klar ist auf jeden Fall, wenn Sie in den E-Commerce einsteigen, dann haben Sie einen höheren Personalbedarf. Ob das jetzt nur eine Person ist, die die E-Commerce-Plattform managt oder ob das dann vielleicht auch in-house bei Ihnen dann vielleicht auch Entwickler sind, die die Plattform weiterentwickeln. Das muss man immer von Fall zu Fall betrachten, aber Sie müssen in Ihrer Business-Case-Betrachtung einfach mal mit einfließen lassen, ich brauche da Personen, zusätzliche Lager, Logistik, Management, Betrieb, Kundensupport, was man dann eben einfach mal hochrechnen muss, um dann ganz klar sagen zu können, okay, diese zusätzlichen Personalkosten werden da eben entstehen und diese zusätzlichen Personalkosten kommen eben auf dieses ganze Thema Business Case Betrachtung obendrauf. Und da reden wir eben auch von einigen 1.000 bis zum Teil 10.000 €, die da einfach mal entstehen können. Wenn Sie jetzt sagen, ich brauche ein Teamlead, ich brauche da noch jemanden, der vielleicht so mein Dienstleister koordiniert, ich brauche nur eine Person für den Support, ich brauche jetzt nur eine Person, die da was im Lager macht, vielleicht irgendwie beim Versand mithilft, dann haben Sie ja mal 4, 5 zusätzliche Ressourcen, die natürlich dann gleich im Bereich von mehreren 10.000 € mit Gehalt, mit allem Drum und Dran, Nebenkosten und Co. Eben Kosten erzeugen. Und auch das muss man betrachten. Eher vielleicht so Richtung initiale Kosten gesehen. Ja klar, E-Commerce bedeutet auch immer eine Überarbeitung interner Prozesse. Dann ist immer die Frage, was passiert? Kann man die bestehenden Arbeitsabläufe weiterverwenden? Auch wenn die E-Commerce-Plattform dazukommt, sehen vielleicht Arbeitsabläufe komplett anders aus? Kann es dann zu einem höheren Personalressourcenbedarf führen? Kann das vielleicht sogar den Personen- oder Personenbedarf reduzieren? Also im Idealfall, wenn Sie eine E-Commerce-Plattform einführen, haben Sie starke Automatismen, die dazu führen, dass man Personal anderweitig einsetzen kann. Ich habe es auch schon in der Praxis gesehen, dass dann einfach nochmal zusätzliche Personen allein aus Gründen der Prozesspflege benötigt werden. Und auch das kann zu höheren Kosten führen.
Eins ist auf jeden Fall klar, Einführung E-Commerce bedeutet immer zumindest eine initiale Investition in alles, was Prozesse betrifft, um da auch vernünftig aufgestellt zu sein. Ja, und natürlich will ich ja auch nicht verschweigen, initiale Kosten, laufende Kosten rein betrachtet für die Einführung der E-Commerce-Plattform. Ja, also da wird dann eine Software lizenziert, wie IntelliShop, die wird auch stellenweise gecustomized, die wird an ihre bestehenden IT-Systeme angebunden. Da gibt es dann vielleicht auch im Projekt, merkt man plötzlich, ich habe zwar ein ERP, aber im E-Commerce, ich brauche noch ein CRM, ich brauche vielleicht noch ein PIM. Also bei E-Commerce-Projekten merken wir häufig, dass so der Appetit beim Essen kommt, wie man so schön sagt, dass dann auch plötzlich die komplette E-Commerce- oder Systemlandschaft erweitert wird, weil man einfach merkt, dass gewisse Systeme eben fehlen. Und da haben wir dann einfach diese klassischen initialen Kosten, die natürlich in dieser Betrachtung, lohnt sich E-Commerce, ja oder nein, auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Das ist oftmals am Anfang, also initial, der größte Kostenblock. Und da muss man sich aber auch in den Jahren darauf grob überlegen, was sind denn die laufenden Kosten? Weil einfach nur eine E-Commerce-Plattform dastehen zu haben und nicht weiterzuentwickeln, macht halt oftmals keinen Sinn. Dafür gibt es viel zu viele Trends, dafür gibt es dann auch viel zu viele Kunden in der Regel immer, die Änderungen einfordern. Das heißt, da muss man dann eben auch mit monatlichen und laufenden Kosten für Weiterentwicklung, Support, Maintenance rechnen. So, und um da jetzt wieder, sage ich mal, den Bogen zu schlagen, Sie werden sicherlich noch den einen oder anderen Kostenblock identifiziert haben, der jetzt bei mir in der Präsentation nicht vorhanden war, aber es sind jetzt aus meiner Sicht einfach mal die wichtigsten. Wie geht man da am besten vor? Jetzt weiß man grob, was für Kosten auf einen eben zukommen. Und im Idealfall rechnet man es dann tatsächlich auch gegen Warenkorbwerte runter. Also Sie wissen dann ungefähr, wie viel Umsatz mache ich in den nächsten Jahren? Was bedeutet es in Bestellungen? Also wie viele Bestellungen sind das? Was ist so ein durchschnittlicher Warenkorbwert? Also was ist ein durchschnittlicher Bestellwert? Und was wahrscheinlich das Einfachste ist, Sie werden Ihre Marge kennen. Also als Beispiel, wenn es eben jeder Kunde immer für 100 Euro einkauft und Sie wissen, Marge 50%, dann gehören Ihnen an jeder Bestellung 50 Euro und Sie können vielleicht sogar hochrechnen, wie viele Bestellungen sind es am Tag? Sind es irgendwie 100, sind es 1000? Dann ist zumindest mal diese umsatzabhängige Betrachtung erledigt. So. Und dann geht es eben darum zu sagen, wenn Sie wissen, wie hoch ist eine durchschnittliche Transaktion, was muss ich dann tatsächlich für Logistik, Kundengewinnung, Zahlungsabwicklung bezahlen. Und dann kommen Sie am Ende des Tages auf so eine Rechnung raus, wo eben dran steht, okay, 100 Euro Umsatz, 50 Euro Marge. Ich habe aber laufende Kosten pro Transaktion vielleicht von 30, 40 Euro. Da ist dann im Idealfall auch schon die E-Commerce-Plattform mit den initialen Kosten, die Strategie mit den initialen Kosten einfach mal umgelegt. Und Sie haben ein ganz gutes Gefühl, ob denn bei einer Bestellung, ob da ein positiver Betrag eben rauskommt oder ob da eben kein positiver Betrag rauskommt. Und da muss man wirklich so fair und auch so ehrlich sein und auch diese ganzen initialen Kosten, die entstehen, auf die nächsten 3, 4, 5 Jahre umlegen. Und erfahrungsgemäß kommt da nicht selten von in 3, 4, 5 Jahren raus und eben auch eine ganz, ganz starke Anpassung der Strategie, dass man sagt, ich brauche höhere Warenkorbwerte oder ich muss dann vielleicht auch bei gewissen Dingen zurückstecken, wie eben beim Thema Logistik oder beim Thema Payment Service Provider. So, das war jetzt einfach mal ein Schnelldurchlauf, wo ich Ihnen ein Gefühl geben möchte oder geben wollte, was gibt es denn da grundsätzlich für Themen, jetzt aus einer Kostensicht betrachtet, die zu berücksichtigen sind und eben auch, dass diese Berechnung des Business Cases wirklich ganz, 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 ganz wichtig ist und versuchen Sie da auch, wenn Sie jetzt in einer ähnlichen Situation sind, da möglichst viel an Zahlenmaterial zu bekommen, einfließen zu lassen, dass Sie da auch einfach eine ganz, ganz seriöse Kalkulation haben. Und dann werden Sie auch am Ende des Tages die Frage beantworten können, E-Commerce, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Da kommt dann kein Nein raus, sondern vermutlich ein klares Ja oder tatsächlich auch ein klares Nein.